Alle wollen abnehmen. Manchmal kommt es mir tatsächlich so vor. Kaum ein Thema scheint uns so zu beschäftigen, wenn es um unseren Körper und eventuell auch noch um unsere Gesundheit geht. Auch bei meinen eigenen Ayurveda-Kuren und bei den Konsultationen stelle ich wirklich immer wieder fest, dass das für die Leute wirklich ein ganz zentrales Thema ist und der Leidensdruck oftmals schon besonders hoch ist, wenn verschiedene Wege, unterschiedliche Diäten ausprobiert worden sind und sich trotzdem kein Erfolg eingestellt hat, gerade auch langfristig gesehen. Ich möchte Ihnen in diesen und in den nächsten Videos zeigen, wie Sie Ayurveda dem Ziel des Abnehmens näher bringen kann. Namaste, Tashidele. Mein Name ist Stefan Isorb und ich begrüße Sie zu Easy Ayurveda mit Easy. Wege zum Abnehmen gibt es unheimlich viele. Ich möchte Ihnen heute zeigen, welche Besonderheiten und Vorzüge Ayurveda bietet, wenn es um das Thema Gewichtsreduktion geht. Ein Vorteil ist sicherlich, dass Ayurveda aus Erfahrung und Wissen schöpft, das schon seit Jahrhunderten praktisch angewendet wird. Ein zentraler Aspekt im Ayurveda ist es immer, die Individualität mit zu berücksichtigen. Das bedeutet auch, dass nicht nur das Abnehmen im Vordergrund steht, sondern der Mensch an sich mit seinen ganz besonderen Voraussetzungen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei unter anderem auch die individuelle Verdauungsaktivität des Menschen. In einem anderen Clip, den Sie hier oben finden, bin ich schon mal etwas detaillierter auf dieses Thema eingegangen. Dieses individuelle Verdauungsfeuer kann beispielsweise durch spezielle Gewürze oder auch durch eine bestimmte Zubereitung der Speisen zusätzlich aktiviert werden. Dadurch werden Nährstoffe und Abfallstoffe besser getrennt, der Körper verwertet die Speisen besser und wir können auch mehr Kohlenhydrate und Fette beispielsweise zu uns nehmen. Dadurch haben wir den zusätzlichen Vorteil, dass weiterhin wir mit Energie versorgt werden und unser Körper immer noch alle Körpergewebe von optimaler Qualität bildet. Eine Änderung Ihrer Ernährungsgewohnheiten ist aber in den allermeisten Fällen wirklich auch sinnvoll. Gerade dann, wenn Sie dazu neigen, vor allen Dingen viel verarbeitete, stark verarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen, beziehungsweise Convenience-Produkte oder auch Fastfood-Produkte. Oftmals zeigt schon die einfache Umstellung auf mehr natürliche, auf unbehandelte Nahrungsmittel wirklich tolle Erfolge. Ein weiterer, natürlich auch immer wichtiger Punkt ist die Bewegung. Auch hier wird aus Ayurveda-Sicht zusätzlich die Stoffwechselaktivität gesteigert und auch die Qualität ihrer Gewebe wird verbessert. Kommen wir nun zu einem anderen wirklich wichtigen Punkt. Ayurveda ist ein ganzheitlich orientiertes Gesundheitssystem, das immer auch die mentale Komponente mit berücksichtigt. Auch hier zeigt die Erfahrung, wenn wir auf geistiger Ebene uns unterstützen, kann auch der Prozess des Abnehmens mit unterstützt werden. Meine eigenen Lehrer legten zum Beispiel immer großen Wert darauf, auch die eigene Motivation bei jeder Aufgabe zu überprüfen und das immer mit einer gewissen Haltung von Aufmerksamkeit und auch von Achtsamkeit. Es stellt sich also auch immer die Frage nach dem Warum. Warum möchte ich eigentlich abnehmen? Die Gefahr beim Abnehmen besteht natürlich auch immer, dass ich versuche, einem bestimmten Schönheitsideal einfach nachzueifern, dem ich eventuell aus eigener Überzeugung gar nicht entsprechen möchte oder aufgrund meiner Physis gar nicht entsprechen kann. Wenn ich zum Beispiel ein bisschen breitere Schultern oder breitere Hüften habe, einfach aufgrund meiner genetischen Veranlagung, werde ich nie eine Topmodel-Figur bekommen und werde an solchen Schönheitsidealen natürlich völlig verzweifeln. Stellen Sie sich also ruhig die Frage nach dem Warum. Und wenn Sie abnehmen möchten, um sich etwas Gutes zu tun, um mehr Vitalität zu spüren, um etwas für Sie, für Ihre Gesundheit zu tun, dann sind Sie bei Ayurveda, denke ich, wirklich wunderbar aufgehoben. Ayurveda ist eine recht komplexe Gesundheitslehre
und versucht die unterschiedlichsten Aspekte von Körper und aber auch von diesen mentalen, emotionalen Komponenten immer mit zu berücksichtigen. Aber wenn man dann auch ein bisschen tiefer da eintaucht, lernt man sich oftmals wesentlich besser kennen und vielleicht auch besser verstehen und auch seine besonderen Eigenheiten mehr zu schätzen und zu mögen. Wenn ich Ihr Interesse für Ayurveda jetzt ein bisschen geweckt habe und für die Gewichtsreduktion mit Ayurveda, freue ich mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und demnächst dann auch mit vielen praktischen Tipps rund um die Gewichtsreduktion mit Ayurveda. Ich danke Ihnen fürs Zusehen, Ihr Stefan Isop.